Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Battlefield Play for Free Video. Ich werde dann auch noch Battlefield 3 casten, aber jetzt erstmal Battlefield Play for Free casten. Ich bin jetzt hier mal bei B und werde erstmal ein paar Granaten verschießen. Hoffentlich treffe ich wen, aber so wie es aussieht nicht. Die Intelligenten, ich werde schon gesehen haben. Ich benutze die MP5 und die Sager auf dem zweiten Weapon Slot. Als Pistole benutze ich die MP412 Rex. Gerade habe ich gesehen, dass meine Deadman's Trigger, also wenn ich sterbe, droppe ich eine Granate. Sie hat den Damage zugefügt, 69. Dazu kommen wir auch gleich zu den Trainingspunkten. Ich habe 3 von 3 Punkten in Deadman's Trigger. 2 von 2 in Frag Grenade, 3 von 3 in Satellite Surveillance, 2 von 2 in Physical Spin Speed, 1 von 1 in Jog Power. Hier haben wir gerade die Sager gesehen, hier MP5 plus 3. Ich benutze noch den im Training 3 von 3 Tactical Reflexes, 2 von 2 Physical Toughness. Das bringt mir, dass ich immer, also 110 Lebenspunkte habe. Ich benutze auch Booster. Credits Booster benutze ich. 2 Primär Weapon Slots benutze ich. Damit kann ich 2 Primärwaffen in meinem Inventar, also Slots haben. Ich habe zurzeit eben wie gesagt die MP5 und die Sager. Ich habe noch Frag Grenade Booster. Das bringt mir, dass die Granaten viel weiter fliegen. Ja, ich werde oft gefragt, was ist eigentlich die MP5 plus 3? Das war mal eine Elite MP5. Ist dann eben so ein Update herausgebracht. Und aus der Elite MP5 wurde eine normale MP5. Natürlich haben sich viele Gamer zu Recht aufgeregt und dann wurde sie einfach MP5 plus 3 genannt. Sie hat bessere, ich glaube sie hat nur, glaube ich, bessere, also mehr Munition. Es gibt die plus 3 Waffen, gibt es allerdings jetzt nicht mehr zum Kaufen. Allerdings kann man noch Elite Pistolen kaufen, so wie die Elite 1911. Die werde ich auch ganz sicher in einem folgenden Cast, werde ich diese ganz sicher mal benutzen. Ja, hier die MP412 Rex. Ich werde versuchen, falls die Gegner B haben, falls Gegner A B haben, immer mich so um B herum zu bewegen. In dem ganzen Cast werde ich versuchen, nicht zu campen. Falls ihr irgendwelche Tipps für mich habt, einfach posten, versteht ihr nichts, einfach Kommentare schreiben, rauscht es, auch einfach schreiben. Also falls ihr euch wundert, ich habe die Grafik etwas zurückdrehen müssen, da es sonst einfach stark geleckt hätte, aber ich habe jetzt einen Tipp bekommen, dass ich mit mehr Frames aufnehmen soll. Hier haben wir gerade kurz gesehen, dass einige Camper auf dem Dach oben stehen. Ja. Jetzt haben die Gegner B eingenommen, jetzt werde ich einfach hinrennen. Jedoch werde ich gleich wieder umdrehen, da wir sie bereits gleich wieder haben. Die Base. Hier noch ein Kill mit der Uzi bekommen. Ja. Auch die, falls es noch einer nicht bemerkt hat, ich bin Level 25. Ich habe, wie ich noch keine Level 25 war, wie ich noch 23 war, habe ich noch einen XP Booster benutzt. Ein Credits Booster bringt mir, dass ich die doppelte Anzahl von Credits bekomme. Hier ist Sega. Auf den siebten Weapon Slot seht ihr die
die, wie nennt man die, Elite Field Banages. Die kann man jetzt seit neuesten, kann man die jetzt auch kaufen. Wie lange, weiß ich eigentlich nicht, vielleicht sind sie ja für immer drinnen. Auf den 9. und 10. Weapon Slot habe ich noch Adrenaline Shot zweimal. Das heißt, auf dem 10. Slot sind eben die neuen drin. Einigen von euch wird auch sich schon aufgefallen sein. Ich schieße meistens auf einer Entfernung ohne Aimdown. Das heißt, ohne Rechtsklick einfach drauf schießen und versuchen zu treffen. Mit der Cycle aim ich sowieso fast nie, eigentlich so gut wie nie. Ja, und im letzten, ich habe einige Runden versucht, auch da waren wir ein paar Mal so im Rückstand, dass wir einfach, dass das Spiel ausgegangen ist, die Gegner, also meistens ein paar mit die Russen, ein paar mit den USA, die US, dass wir, so wie jetzt, dass wir alle drei Flaggen hatten und die Gegner das ganze Game keine Punkte bekamen. Ja, das Game ist auch gleich aus. Ja. Falls ihr irgendwelche Kritik oder Anregungen habt, wie was soll ich besser machen, was könnte ich besser machen, ist das Mikrofon, das ich gerade benutze, okay, ist die Qualität okay, soll ich noch irgendwas umstellen, welche Waffen soll ich testen, also ich habe MP7 habe ich, XM8 habe ich, ich habe einige Pistolen und ich werde mir auch noch die 1911 Elite besorgen. Ja. Ich weiß nicht, was haltet ihr eigentlich von, zum Beispiel von der Sega? Welche Waffen benutzt ihr so? Einfach Kommentare schreiben und ja. Das war eigentlich das erste sozusagen Match, das ich aufgenommen habe. Und ja, bis zum nächsten Cast.